Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Eternal Sonata. Wir wollten in der letzten Folge einfach nur ins Schloss Forte, um mit dem König zu sprechen, sind aber von irgend so einem dicken Opa irgendwie in einem mehr als nervenaufreibenden Gefecht, will ich meinen, bekämpft worden und hatten das erste Mal unseren Game-Over-Bildschirm und ja, sind im Anschluss eingebuchtet worden und dank der Künste von Allegretto, seiner Schlossknack-Künste jetzt hier auch wieder draußen. Und wir haben das erste Mal Salsa bei uns und werden jetzt das erste Mal wahrscheinlich dann auch mit ihr kämpfen. Was ich mir beim letzten Mal noch nicht angeguckt habe, das sind ihre Angriffe, die sie mitbringt. Schädigt den Gegner mit Feuer und Licht. Schattenriss absorbiert Leben von Gegnern und verstärkt die Kraft des nächsten Angriffs. Okay. Heilung haben wir hier also nicht. Das ist immer so die, ich sag mal aus taktischer Sicht, interessanteste Frage. Aber das ist auch nicht schlimm, denn wir haben ja Polka mit drin. Und ich hatte mich im letzten Part wirklich sehr, sehr schwer damit getan, diesen blöden Bosskampf irgendwie zu bewerkstelligen. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier mich ein bisschen besser schlage und dass die Gegner vielleicht auch ein bisschen leichter sind, damit man hier etwas, ja, einen etwas einfacheren Einstieg hat. Hat die Wache ihren Posten verlassen? Hey, was ist das? Das macht die Gefängnisstrafe fast wieder gut. Kreuzklee, okay. Ich weiß gar nicht mehr. Ich hatte, glaube ich, in der letzten Folge 3 Versuche gegen diesen Boss unternommen. Und, oh oh. What is it, Salsa? We need to keep moving. Hey, just come here a second. Huh? Well, what is it? Now stand right there. Aha! See? I knew it! Just like I said before, I am taller than you. Ha ha! What are you talking about? You're only taller because you have a hat on. That's not fair. Come on, we gotta hurry. Ah, jeez. Der arme kleine Beat, der hat's aber auch nicht einfach. Also Salsa ist ja schon in der letzten Folge ganz schön garstig gewesen und ganz schön frech gewesen. Hat die Viola auch die ganze Zeit als alte Frau beschimpft und so. Diebischer Bindebogen. Ich bin Bindebogen, der beste Einbrecher der Welt. Von den Juwelen der Götter zur Schatzkiste des Teufels selbst gibt es nichts, was ich nicht klauen kann. Okay. Dachte ich jedenfalls, aber als ich mich hier reinschlich, hatte ich Pech und wurde sofort aufgegabelt. In Forte fackeln sie nicht lange. Ich komme hier bestimmt nie wieder raus. Du hast nicht zufällig eine Partitur dabei? Oh, wenn es sich gut anhört, schenke ich dir was ganz Tolles. Okay, ich weiß nicht, ob wir deinen Ansprüchen gerecht werden, aber wir können es ja mal auf den Versuch ankommen lassen. Fangen wir mal mit der 1 an. Ich glaube nicht, aber so ganz falsch klang das auch nicht. Ah, immer wenn ich das sage, kommt dann ein F-Rang, was ja voll das Indiz für mein tolles Gehör ist und so. Das kannst du doch sicher besser. Für sowas gebe ich meinen Schatz nicht her. Ja, 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 warte doch. Wir haben doch noch eine zweite. Und was ist? Wollen wir es nochmal versuchen? Jawolla. Eine zweite Partitur habe ich noch im Angebot. Danach wird das ein bisschen schwierig, Kumpel. Das finde ich zum Beispiel hat gar nicht zusammengepasst. Ja, also hier wundert mich der F-Rang auch gar nicht. War noch schlimmer als das erste. Okay, alles klar. Also hier kommen wir auch nicht weiter. Alles Indizien dafür, Leute, das muss man mal positiv betrachten. Das sind alles Indizien dafür, dass wir irgendwann nochmal herkommen. Hey, ich habe was gefunden. Kreuzklee. Ja, können wir gut gebrauchen. So, nein, wir haben zwei Wege. Was ist das für ein Loch? Hm, wer dieses Loch gemacht hat, war wohl ganz schön in Eile. Ich finde, es sieht verdächtig aus. Aber es ist wohl unser einziger Weg nach draußen.
Oben sind gewiss jede Menge Soldaten. Wird schon in Ordnung sein. Dieses Loch hat bestimmt ein schlauer Einbrecher gegraben. Da kommen wir sicher raus. Ich weiß ja nicht. Nun, furchtloser Anführer, was sollen wir tun? Also schön, versuchen wir es. Ihr kennt doch das Sprichwort, wer sich nicht in die Höhle des Löwen wagt, dem beißen die Hunde. Okay. Ich habe gerade einen leichten Windzug im Headset vernommen. Das ergibt keinen Sinn. Ich glaube, der wollte einfach nur was neunmal Kluges vom Stapel lassen. So, das heißt, diese eine Treppe, die wir da auf der linken Seite hatten, die wird wahrscheinlich nicht betretbar sein, schätze ich mal. Da werden sie jetzt bestimmt gleich sagen, nee, und da ist alles voller Wachen, deswegen wäre das unklug, dahin zu gehen. Aber probieren wollen wir das natürlich trotzdem. Moment mal, wir sind noch im Schloss Pforte. Wenn wir einfach zum Tor hinausspazieren, stecken sie uns gleich wieder ins Verlies. Okay, genau, das habe ich befürchtet. Na gut, dann würde ich jetzt mal sagen, auf. Was ich vorhin noch zu dem Boss sagen wollte, ich hatte ja bei den ersten Versuchen, glaube ich, haufenweise Heil-Items auch verbraten. Ich weiß gar nicht, wie viel wir noch... Ah, guck mal. Ja, das lief beim zweiten Mal besser, beziehungsweise beim dritten Mal, weil ich mit Violas Heilung da auch ein bisschen besser zurechtgekommen bin. Gucken wir mal, wie es diesmal läuft. Andantino-Versteck. So. Ist das etwa auch die Antwort auf die Frage, wer diesen Eingang hier gebaut hat oder wer diesen Ausgang hier quasi freigeschaufelt hat? Höchstwahrscheinlich. Das heißt, wir werden vielleicht sogar irgendwie demnächst auch bei Andantino landen. Also obwohl das hier so eine ganz gewöhnliche Höhle ist, finde ich, durch die ganzen Details, die hier noch so mit eingebaut sind, finde ich, die hat irgendwie trotzdem was total Schönes. Auch wenn ich die Außenareale hier, glaube ich, ein bisschen mehr mag. Ich habe keine Ahnung, was ihre Waffe jetzt eigentlich ausmacht. Muss man mal gucken. Okay. Was hat dieser Schattenriss da am Ende gemacht? Ich glaube, ich habe das vorhin gelesen und schon wieder verpennt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir ein so ein Vieh platt. Das erinnert mich, das, was Salsa hier als Waffe hat, erinnert mich ein bisschen an die Chakrams aus Kingdoms of Amalur. Kann das sein? Dass das ein und derselbe Waffentypus ist? Oh, das war jetzt leider kein Überraschungsangriff. Nee. Aber gut, die Gegner, die kennen wir ja, glaube ich schon. Macht sie auch aus der Ferne? Nee, sie geht also wirklich nur in den Nahkampf. Das habe ich jetzt ein bisschen versemmelt, aber ein Versuch war es mir wert. So, gucken wir mal. Also mindestens einmal wird der Gegner jetzt höchstwahrscheinlich auch zum Angreifen kommen. Aber die dürften eigentlich gar nicht mehr so gefährlich werden, oder? Okay, also wenn mir das Blocken gelingt, dann geht von denen definitiv keine Gefahr mehr aus. Das finde ich gut. Das wird wahrscheinlich auch nicht der einzige Gegner hier bleiben. Dieser komische Effekt hier am Ende... Ich weiß nicht, was der bewirkt, aber der betrifft irgendwie alle Umstehenden. Ich will mal ganz kurz nochmal im Menü gucken, was das war. Ihr habt euch das vielleicht gemerkt, ich hingegen nicht. Ja, dafür stehe ich mit meinem Namen. So, absorbiert Leben von Gegnern. Verstärkt die Kraft des nächsten Angriffs. Okay, das heißt für den... Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das heißt, in der nächsten Runde würden dann unsere Mitstreiter, wenn sie dieses komische Leuchten um sich herum haben, auch mehr Damage austeilen. Okay, den kriege ich leider nicht von hinten. Ah, oder? War das ein Überraschungsangriff? Das war... Nee, schade eigentlich. So, jetzt haben wir zwei. Aber immerhin weiß ich jetzt, wie ich Salsa zu handeln habe. So, die fängt auch irgendwie immer an. Scheint so ein bisschen den höchsten Beweglichkeitswert von allen zu haben. Ah, schade. Ich wollte jetzt unbedingt die Fledermaus... genau. Eigentlich umnieten, bevor sie jetzt hier wieder in den Schatten entschwinden kann. Aber das hat mal überhaupt nicht geklappt. Hawker ist leider vergiftet. Damit alle Grado lohnt sich halt diese Angriffsfinisher jedes Mal, weil er halt im Alleingang einen so einen Gegner aus dem Weg geräumt bekommt. Ja, jetzt werden die halt doch ein bisschen unbequem. So viel zum Thema, so viel teilen die ja gar nicht aus. Ja, wie gesagt, wenn man die halt geblockt kriegt, ne? Ansonsten
Aber der Schaden, der ist schon relativ mager. Also von dem, was Salsa austeilt. Da wäre es mir irgendwie lieber gewesen, sie hätte so einen megamäßig krassen Finisher als diesen komischen Zusatzeffekt, den sie da noch mitbringt. Aber auch daran werden wir uns gewöhnen. Und auch das wird nicht der letzte Skill sein, den sie so können lernen wird. Ne? Da werden mit Sicherheit noch mehr dazu kommen. So, die große Frage ist jetzt nach unten oder nach rechts? Oh, ich bin gerade voll unschlüssig. Das untere wurde bewacht. Also hier ist vielleicht Geheimgang. Abschnitt 3. Das erinnert mich gerade so an Blue Dragon. Diese komischen Quallenviecher. Die fand ich damals schon total cool. Jetzt haben wir nur einen von denen. Müssen wir eigentlich ohne Probleme auch hinbekommen. So, ja. Also Schaden teilen wir auf jeden Fall mehr als ordentlich aus. Schafft sie einen im Alleingang? Nee, leider nicht, weil halt da dieser epische Finisher fehlt, den die anderen meistens immer zum Besten geben. Aber er müsste das hinkriegen, oder? Nee. Oh, okay. Also die vertragen auf jeden Fall ein bisschen mehr als die Gegner, die wir vorher kennenlernen durften. Jetzt aber... Ey, komm. Nee. Wahnsinn, ey, wie viel die aushalten. Also wenn die jetzt auch noch ordentlich austeilen... Ach, da ist noch eine. Ups. Oh, Backe. Jetzt habe ich gerade echt ein bisschen Angst. Was hatten die gerade gemacht? Was war das denn? Okay, jetzt kommt der Himmelsteiler mit einem relativ guten Echo mal zum Einsatz. Ja. Nein, nein, Walker, was machst du? Oh, ich hatte sie, glaube ich, gerade voll bekloppt, platziert. Palaziert, genau. Mhm. Ja, super. Ja, jetzt versperre ich mir schon selber den Weg. Es wird ja immer peinlicher hier. Okay, die finde ich irgendwie cool. Auch wenn ich die irgendwie noch nicht so einschätzen kann, was deren Stärke angeht. Aber irgendwie mag ich Quallengegner. Auch wenn die im Blue Dragon immer, glaube ich, elektrisiert haben oder irgendwie gelähmt haben. Irgendwas Ekliges hatten die an Zustandsveränderungen. Die finde ich auf jeden Fall witziger als diese Viecher hier. Die kann ich nämlich irgendwie immer noch nicht so wirklich leiden. So, jetzt werde ich hier mal meine Echos ein bisschen ansammeln. Und die jetzt nicht für das heißt, das komischen Finisher ausgeben, sondern lieber hier investieren. Genau. So, und jetzt kann sie mal gucken, was sie so zustande bringt. Auch hier werde ich sparen. Ja, ich glaube, ich werde die Echos jetzt immer für Allegrettos Angriff sparen. Mist, ey, da war ich gerade so überrascht, dass ich das doch noch blocken konnte, dass ich das schon wieder voll versemmelt habe. So, also bei Polka werden wir jetzt auf jeden Fall mal Heilung benötigen. Deswegen werde ich jetzt mal davon absehen, hier mit ihm zu finishen. Genau, und mit ihr jetzt hier einmal Erdheilung zum Besten geben, gerne auch zweimal. So, und dann sind wir nämlich wieder aus dem Gröbsten raus und können uns jetzt um den Freund hier kümmern. Ich weiß nicht, irgendwie mag ich ja meistens Skorpionengegner, nicht immer. Aber oft finde ich die ja ziemlich cool. Hier muss ich sagen, gefallen die mir nicht so gut wie in anderen Spielen, die Skorpionviecher. Liegt auch vielleicht daran, dass sie halt nicht so einen Spaß machen zu bekämpfen, aber ich mag die in anderen Spielen halt mehr. Ist ja auch mal was Negatives sagen hier. Ich lobe das Spiel hier immer in höchsten Tönen, ja, dann denkt man immer, dass ich hier voll der Groupie bin, aber nein, ich bin auch durchaus imstande, Negativpunkte anzumerken. So, gucken wir mal, wie das jetzt hier abläuft. Hier können wir jetzt volle Möhre in die Offensive gehen. Ich werde trotzdem ein bisschen was an Echo sparen für ihn. Da er halt am Ende doch noch ein bisschen mehr austeilt. Genau. Und eben auch diese Viecher finishen kann. Ist immer ein bisschen riskant, mit Poker in den Nahkampf zu gehen, weil sie halt immer so unfassbar schnell drauf geht, verglichen zu den anderen. Oh, da stehen wir aber sowas von müllig. Das war definitiv keine gute Runde für uns. Aber egal. Ich bin beruhigt, dass die Gegner hier halbwegs machbar sind, bis jetzt zumindest. Ich kann mir vorstellen, dass das in späteren Abschnitten auch darauf hinausläuft, dass so eine Qualle, wie wir sie da vorhin gesehen haben, dass sie dann auch mal 3 oder 4 Mal vielleicht spawnen. Ich meine, der Platz ist ja da bei so einer Kampffläche. Hä? Warte mal, bin ich nicht vorhin hier schon runter? Ah nee, das ist ein anderes runter. Okay, das heißt ja mit 2 Wege nach rechts, wenn ich das richtig gesehen habe, kann das sein. So, haben wir jetzt hier einen Überraschungsangriff? Nee, leider nicht. Ja, schon wieder 2 von den Viechern. Ich mag die nicht. Mag die nicht. Freue mich auf den Quallenkampf jetzt direkt im Anschluss. So, du stirbst jetzt. Habe ich gerade so beschlossen. Sehr schön. So, und sie kann jetzt mal hier ein bisschen Erdheilung zum Besten geben. Ist zwar nicht so die allerbeste Ausbeute, aber egal.
sondern können wir uns in der nächsten Runde... Hallo, mein Freund, wie es voll auf Volker absieht. Was hat sie dir denn getan? Sie ist doch so weit weg von dir und hat dir keine Schramme zugefügt. Ist das gemein. So, jetzt die große Tagesfrage. Schafft er es mit einem Rand des Abgrunds? Ich wollte gerade auch schon aufs Nein spekulieren, aber viel dürfte die eigentlich nicht mehr haben. Vor allen Dingen die. Der Skorpion, der Gegner, die Kontrahentin. Ja, ich beschließe einfach, dass der Gegner gerade eben weiblich war. Einfach so, damit ich mir das irgendwie zurechtreden kann. So, hier würde ich jetzt gern wieder einen Überraschungsangriff landen. Ich glaube, das war nichts. Oder? Man kann immer so schwer erkennen, wo jetzt hier bei denen vorne und hinten ist. Aber nee. Glaub, der Kampf, der wird ein bisschen schwieriger werden als der letzte. Also hier ist es, denke ich mal, definitiv ratsam, auch ein bisschen was an Echos zusammenzusammeln. Und das mache ich diesmal auch. So, alle auf den einen. Der wird uns jetzt wahrscheinlich mit irgendeinem Flächenangriff voll den Garaus machen. Nee, der ging nur auf einen. Sehr praktisch, wie sie sich mal aufblähen. Und ich habe voll Angst, dass jetzt gleich der große Knall kommt und dann kam der aber nicht. Aber die stehen gerade sehr praktisch. Oh, das ist perfekt. Wenn jetzt Allegretto mit seinem Angriff um die Ecke kommt, dann könnte es das gewesen sein. Idealerweise für beide. Ich weiß allerdings nicht, ob Rand des Abgrunds auch beide abdeckt. Gucken wir mal. Jawoll. Und tschüss. So kann es auch laufen. Ja, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr wertvoller Tipp, den ihr mir damals gegeben habt, die Echos zu maximieren, bevor ich angreife. Okay, ich habe alles richtig gemacht. Hier haben wir erstmal eine Sackgasse. Wir haben trotzdem danach noch zwei Wege, die beide nach rechts führen. Rüschenschirm. Freut mich immer total, wenn ich gerade einen Charakter im Einsatz habe, für den wir dann eine Waffe finden. Auch wenn das eigentlich voll egal ist, aber trotzdem. Ein gerüschter schwarzer Schirm mit goldenen Nähten schimmert im Sonnenlicht. Okay. Das Schimmern werden wir hier in der Höhle nie zu sehen bekommen. Weil es hier so unendlich dunkel ist, aber egal. Egal, bekommt sie trotzdem. So, ja, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Irgendwie mag ich den Ort. Auch wenn ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass man sich hier relativ einfach verlaufen könnte. So, und die Kämpfe, die schneide ich jetzt mal für euch raus. Also immer wenn wir ein Gebiet oder ein Screen zum zweiten Mal betreten, gucken wir uns die Kämpfe dann nicht nochmal zusammen an. Ich denke, das ist ein guter Kompromiss. Und da mir gerade ständig Überraschungsangriffe gelingen, verpasst ja auch nicht so sonderlich viel. Ich lade halt die Echos immer auf und ja, Allegretto ist der, der das Ganze dann immer finisht. Also relativ unspektakulär und die Gegner, die kennen wir ja auch schon aus den Klippen. So, ihr Schnurzelchens, wäre mal schön, wenn ihr euch wieder umdrehen würdet. Ja, vielen Dank, finde ich ja sehr nett von dir. Ich glaube, das war wieder ein Überraschungsangriff. Nee, war's leider nicht. Hat auch so ein bisschen sein Tribut gefordert, weil ich jetzt wieder ein bisschen heilen musste und so, aber... Egal, war trotzdem kein Kampf, den wir nicht auch schon so gesehen hätten. So, Allegretto hat ein Level erreicht. Das heißt, ja, theoretisch, na obwohl, dadurch, dass die anderen immer so ein bisschen Erfahrung auch mitbekommen und so klammheimlich auch mitleveln, kann ich das eigentlich so beibehalten. Ist mir auch ganz recht, wobei... warte mal, ich habe leider vergessen, wie ich innerhalb des Kampfes... zwischen den einzelnen Skills hin und her switchen kann. Ich würde ganz gerne jetzt hier Orange Glow mit reinpacken, weil Polka auch Heilung für sich selber benötigt und wir tauschen das jetzt einfach mal. So, dann mache ich den Kampf jetzt schnell und dann gehen wir da gleich nach rechts weiter. Umdrehen! Schatzi, umdrehen, sonst wird das nichts mit uns beiden. Ich mag nämlich dein Popöchen mehr als deine Visage, weißt du? Ja, und das verlief erwartungsgemäß ohne Probleme, so wie es sein soll. Also der Gegner kommt nicht mal mehr zum Angreifen, wenn ich zwei von diesen Flatterviechern habe. Ja, ich würde jetzt erstmal hier nach rechts gehen, einfach damit wir uns nicht so häufig doppeln mit den einzelnen Screens. Also hier waren wir jetzt noch nicht. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht in die nächste Cutscene reinrenne und dann später hier nicht nochmal hinkomme. So, den werden wir uns jetzt gleich zusammen angucken. Ich würde mir nur wünschen, dass er sich mal umdreht. Hallo, Schnurzelchen, andere Seite. Ja, super, geht doch. Ich glaube, das müsste auch einer sein, oder? Ich suche mal krampfhaft nach deren Gesichtern und werde dann nicht fündig. Ich weiß immer noch nicht, ob der jetzt zu mir guckt oder in die andere Richtung guckt. Hm, keine Ahnung. So, greifen wir jetzt mal von zwei Seiten an. Ist vielleicht nicht so die aller sinnvollste Vorgehensweise, aber irgendwie habe ich da gerade Bock drauf. So, Poker geht jetzt auch in den Nacken, aber ich glaube, dass... Das war kein Überraschungsangriff, oder?
Na, wenn man das blockt. Ich finde die so süß irgendwie. Ich finde die cool. So könnte glatt mein neuer Lieblingsgegner sein, ernsthaft. Total süß. Aber da bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen Dragon Quest geschädigt. Weil da gibt es ja diese niedlichen Blobs. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die haben auch immer so total putzige Gesichter. Und die sind dann bei den Heilquallen auch immer so implementiert. Also die Quallen sehen da auch total süß aus. Deswegen mag ich Quallengegner total gerne. Ja, Glückwunsch, Porker. Sehr schön. Machst dich eigentlich ganz gut. Orange Glow, seit ich das jetzt ausgerüstet habe, auch gar nicht zum Einsatz gebracht. Aber momentan kommen wir ja auch ganz gut durch die Kämpfe. Okay. Oh Gott, soll ich jetzt hier weiter? Das sieht schon wieder so auffällig aus. Wo bin ich? Ach, da hinten bin ich. Okay. Das sieht mir irgendwie so richtig aus, Leute. Findet ihr nicht auch? Aber wenn ich jetzt wieder zurückgehe, dann habe ich wieder den Screen mit den ganzen Gegnern, die wieder respawned sind. Ich glaube, ich werde jetzt hier erstmal bis zum Ende durchlaufen, oder? Oh Mann, ich bin so hin und her gerissen. Wir gehen jetzt erstmal hier hin. Oh, den hätte ich so einfach mit einem Überraschungsangriff angreifen können. Super. Das war scheiße. Das war richtig blöd von mir. Ach, egal. Weil ich einfach einen Knick in der Optik habe. Ich glaube, wir werden das auch so hinkriegen. Ich soll jetzt nur daran nicht scheitern. Ich bin nur gerade am Überlegen, wenn ich jetzt wirklich nochmal zurückgehe und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass wir den ganzen Weg nochmal zurücklaufen müssen, ob ich dann die ganzen Kämpfe nochmal mitnehmen soll und euch wieder rausschneiden soll oder... Oh nee. Eine Runde kuscheln mit Salsa. Verbrenne ich nicht an ihr. Oh, das sind drei. Ach du gute Güte. Okay. Nee, die plustern sich immer so auf, als ob die immer sagen wollen, guck mal, was ich kann. Ich finde das jedes Mal voll süß. Ich wette, in Wirklichkeit buffen die sich jedes Mal und ich peile das nur nicht. Und irgendwann kommt der große Knall und ich bin, ehe ich mich versehe, irgendwie voll schnell tot. So, cool wäre, wenn er jetzt damit alle drei angreifen würde. Aber ich glaube, das trifft nur maximal zwei. Hab ich gerade irgendwie nicht so ganz erkannt, aber egal. Wundert mich gerade, dass keiner von denen gestorben ist. So, probieren wir es jetzt nochmal mit der Unterwelle. Jawolla, sehr schön. Ja, also mit aufgeladenen Echos kann auch eine Polka relativ viel Schaden austeilen. Ich sollte jetzt trotzdem in einem nächsten Kampf mal gucken, dass sie sich irgendwie hochgeheilt bekommt. Oh, es wäre so geil, wenn hier eine Ist es eine Sackgasse? Oh mein Gott, ich habe alles richtig gemacht. Oh, mir fällt gerade so ein riesiger Stein vom Herzen, Leute. Das glaubt ihr gar nicht. Ich finde, das sah total danach aus, als ob hier der richtige Weg wäre. Wahnsinn. Also dafür, dass die Truhe so... Weiß ich nicht, auch mit dem Screen so auffällig inszeniert ist, ist das echt ein scheiß Inhalt, muss man jetzt einfach mal so sagen. Nicht, dass ich hier sonst noch irgendwas auslasse. Wie komme ich denn da oben hin? Will ich da überhaupt hin? Ist da eine Truhe? Ich erkenne irgendwie nicht so ganz, was das soll. Aber egal, wir haben alles richtig gemacht. Ey, wirklich, also vielleicht... ich kann natürlich nie ausschließen bei Spielen, die ich schon mal gespielt habe, dass ich das unterbewusst mir irgendwie gemerkt habe. Aber das hier habe ich wirklich gerade nur aus dem Bauch heraus entschieden. Ja, die Quallenviecher sind definitiv meine Lieblingsgegner. Die haben mir zwar gerade so ein bisschen zugesetzt und ich hatte gerade so ein bisschen meine Mühen mit denen, aber trotzdem mag ich die. Ich sehe deinen Schatten, Kumpel. Ich sehe deinen Schatten. Du darfst dich auch gerne wieder umdrehen. Weißt du, das hat auch die letzten Male schon so gut geklappt mit dem Umdrehen, findest du nicht? Ich glaube, die will nicht. Okay, also die gehen definitiv schneller. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich gerade das erste Mal die Solarfackel, also ihren Lichtangriff, ohne euch gesehen habe. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Aber ich habe einfach so gekämpft wie immer und plötzlich kam das und das hat über 10.000 Schaden ausgeteilt. Allerdings war das Vieh auch noch in Fledermausform. Also wir werden uns das auf jeden Fall nochmal zusammen angucken. Gefällt mir definitiv besser als der andere Angriff, den sie im Schatten so vom Stapel lässt. Und ja, vielleicht beim nächsten Kampf, den wir zusammen sehen, dauert ja nicht mehr lange, bis wir an der nächsten Kreuzung stehen, wo wir nach rechts müssen. Umdrehen, Schnurzelpurzel, will er nicht. War demnach leider auch kein Überraschungsangriff, aber soll mir egal sein. Die Gegner hier, die sind voll cool. Die Kämpfe machen total Spaß. Okay, der wird auch einfach gehen.
Das hier wäre sowieso eine geile Stelle zum Leveln, ne? Weil man kann hier, man hat hier mal diesen Screenwechsel, der Gegner respawnt ständig und der kommt also aktuell keinmal zum Angreifen, wenn das ein Überraschungsangriff wird. Also sehr praktisch auf jeden Fall. So, Nordabschnitt 2. Ich habe übrigens jetzt in den letzten Kämpfen, die ich rausgeschnitten habe, doch diesen komischen Angriffsboost von Salsa sehr positiv wahrgenommen. Also manchmal bietet sich das wirklich an, wenn die alle auf einem Haufen stehen, weil ich habe das Gefühl, dass der Schadensboost doch relativ spürbar ist. Ich werde das jetzt in dem Kampf aber nicht machen, weil die mir jetzt aktuell zu weit auseinander stehen. Aber ich habe da, glaube ich, irgendwie schon so einen roten Faden für mich. Der wird jetzt nämlich sterben. Genau. Porka wird jetzt dem wahrscheinlich nicht so viel antun. Hier können wir aber wieder Echos ein bisschen aufbauen. So, und dann wird Dings das wieder finishen, Allegretto, der auch als nächstes rankommt. Ja, und haben wir auch hier wieder nichts verloren an Energie, rannt es ab und super. Ich hoffe, dass wir jetzt demnächst irgendwie eine Kampfkonstellation sehen, wo sich Salsas Solarangriff irgendwie anbietet, aber aktuell war das irgendwie noch nicht so optimal. Und das werden wir dann auch erst in der nächsten Folge dann zu Gesicht bekommen. Also ganz ehrlich, ich meine, das Spiel geht ja noch eine Weile und ich schwenke ja immer zwischen den einzelnen Charakteren. Also auslassen werden wir da wahrscheinlich keinen einzigen Angriff. Wenn doch irgendwann, wenn ich in drei Parts euch das immer noch nicht gezeigt haben sollte, dann könnt ihr gerne meckern in den Kommentaren. Dann werde ich das ganz bewusst drauf anlegen, auch wenn das taktisch gerade überhaupt gar nicht ins Dings passt. Ich habe gerade irgendwie aber noch Bock weiterzumachen. Wollen wir noch mal ein Stück nach vorne gehen? Ah, guck mal, es geht ja auch noch weiter. Wir sind ja noch gar nicht durch. Das mit der Gabelung passt auch gerade relativ gut, weil weil ich ja dann schon wieder darauf spekulieren kann, irgendwo eine Sackgasse zu haben. Und dann bietet sich so ein Cut für den Part vielleicht auch eher an. Was ich gerade gar nicht mit einkalkuliert hatte, war, dass ich ja die Kämpfe hier teilweise auch rausgeschnitten habe. Also ich nehme jetzt gerade 35 Minuten auf. Ich weiß immer nicht, wie viel da wegfällt, wenn die Kämpfe eben raus sind, die ich rausschneiden wollte. Und ja, da habe ich gerade irgendwie ganz schlecht kombinieren können. Aber ist auch gar nicht... Jetzt Solarfackel! Seht ihr? Voll cool, oder? Die hat einmal 10.000 Schaden ausgeteilt, aber ich glaube, das ist irgendwie... auch ein Critical Hit gewesen, bin mir nicht mehr zu 100% sicher. Oh, Poker, was soll das denn werden, wenn es fertig ist? Machen wir wenigstens hier ein bisschen was. Okay, jetzt einmal verteidigen. Na, so natürlich nicht, ne? Wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Jetzt kommt aber die prompte Rache. Auch wenn sie wahrscheinlich nicht so schmerzhaft für dich ausfallen wird, wie ich mir das gewünscht hätte. Okay, das hätten wir uns auch komplett sparen können. Das heißt, er braucht auf jeden Fall ein bisschen mehr Energy. Auch wenn sie wahrscheinlich mit der Energieanzeige nicht draufgehen wird, aber man weiß halt nicht, wann kommt hier vielleicht ein Boss, ne? So sieht das hier aus. Was haben wir hier? Oh Gott, ey, lässt sich überhaupt gar nicht ableiten, welcher der richtige und welcher der falsche Weg ist. Ich fange mal hier an, weil die mir gerade so toll ihren Rücken zudrehen. Wo ist denn der Gegner? Da. So, das müssen wir relativ... Nein! Oh, Mist! Ey, das wollte ich eigentlich mit Allegretto machen. Jetzt schafft er den wahrscheinlich nicht. Weil ich jetzt die Echos aufgebraucht habe. So ein Müll. Müssen wir den vielleicht zu dritt beackern mit Poker zusammen. Schafft sie das wenigstens? Komm, Mädel, gib alles. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Jawoll! Sehr schön. So muss das. Nein, Schaden muss ich jetzt... Ich weiß nicht, ich hätte den Kampf auch anders angehen können. Ah, obwohl, ich glaube, mindestens einmal hätte der Gegner schon geschafft, irgendwie anzugreifen. So. Ach so, Allegretto ist vergiftet. Ich wollte gerade sagen, was hechelt der denn so komisch? Aber das ist selbsterklärend. Also theoretisch könnte man aber auch die ganze Zeit mit seinen drei Lieblingscharakteren kämpfen, ne? Weil dadurch, dass die anderen immer so ein bisschen mitleveln... Und dadurch auch nie so eine wirklich große Kluft zustande kommt, was die einzelnen Level angeht. Jetzt Solarfackel nochmal. Ah, ziemlich cool. Diesmal leider nicht so viel Damage ausgeteilt, wie ich mir das gewünscht hätte. Lag aber auch daran, dass die Echos noch nicht so gut aufgeladen waren. Das war taktisch, glaube ich, eh nicht so klug, was ich hier gerade fabriziert habe, aber egal. So, ein bisschen Heilung für Salsa. Guck mal, ich brauche auch gar nicht so viele Echos, um... Sag mal, moderate Heilung hier zustande zu bringen.
bisschen Boost hier. Aber der geht eh auf alle Gretto los. Ja, und direkt in den Rücken. Ganz toll. Aber der ist eh gleich tot. Das war voll witzig. Wenn die Gegner sich nicht sicher sind, ob die im Licht oder im Schatten stehen und dann immer so ein bisschen hin und her switchen. Dann war so ein bisschen Angst, dass dann irgendwann das Spiel abstürzt, weil die das mit der Berechnung irgendwie nicht geschissen kriegen. So, ich habe mich schon wieder... Hä? Ach, da oben rechts bin ich jetzt. Ich habe mich schon wieder richtig entschieden, Leute. Also irgendwie habe ich diesmal echt einen Lauf. Aber das muss nach der Schmach in den Klippen, auf den Klippen auch mal sein, ne? Auch ich brauche manchmal ein bisschen Glück. So, warte mal, hier war noch ein Gegner. Wollen wir den noch mitnehmen? Der ist so schön einfach zu von hinten zu attackieren. Und danach mache ich dann aber wirklich einen Cut. Und ich bin echt gespannt. Also ich bin echt neugierig auch auf Andantino. Ja, dieser eine Cutscene, nämlich die wir seinerzeit gesehen haben. Ich habe schon wieder Müll gebaut. Mist gebaut. Okay, also das muss definitiv besser werden. Jetzt neige ich schon wieder dazu, unkonzentriert zu werden, wie man unschwer erkennen kann. So, dann wird sie jetzt mal diejenige sein, die mit der Unterwelle hier hoffentlich mega Schaden austeilt. Ja, oder zumindest den einen finisht. Also die Unterwelle, die ist auch nicht von schlechten Eltern. Muss man auch mal sagen. Ich meine, immer wenn es um Damage geht, da gucke ich immer auf Allegretto dabei. Können die anderen auch ganz gut, wenn sie denn mögen. So, der hier müsste jetzt auch weg sein. Ja, cool. Das hat voll Spaß gemacht hier. Ich sag euch, dieser eine Bosskampf der letzte, in der letzten Folge, der hat irgendwie voll viel verändert, weil ich mich jetzt irgendwie wieder voll sicher fühle. Auch wenn Viola ins Spiel kommt. Also ich habe einfach für mich jetzt beschlossen, dass wenn ich mit Viola kämpfe, dass ich schon in den Fernkampf gehe, allerdings von dieser manuellen Zielbestimmung einfach absehe. Und mich einfach darauf konzentriere, mich richtig zu positionieren und ja, dann die Schüsse so auszuteilen und den Schaden so auszuteilen. Ich glaube, das könnte eine ganz gute Marschroute sein. Habe mich jetzt auf jeden Fall mit allem hier wieder versöhnt. Jetzt traue ich mich aber nicht weiter nach vorne zu gehen. Aber auch hier bin ich mir nicht mehr sicher, ob es einen Boss geben wird. Ich hatte das ja auch bei in den Klippen irgendwie schon gemutmaßt, ne? Und bin mir total sicher gewesen, dass das in so einen finalen, epischen Kampf mündet. Und was war dann? Pustekuchen. Da finden wir den kleinen Phil und plopp sind wir wieder ganz oben. Ja, deswegen will ich mich jetzt hier nicht zu irgendwelchen Theorien hinreißen lassen. Das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Den Dungeon fand ich auf jeden Fall super. Und ja, bin jetzt echt auf alles vorbereitet, was da so kommen mag. Wage ich mal ganz frech zu behaupten. Am Ende werde ich wahrscheinlich wieder nur rumfailen, aber egal. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao!